1. Also, gut. Ich muss mal gucken, steht, wo ich da gerade bin. Ja. Ah, stimmt, genau. Warte mal. Diese scheiß Tür. Ach ja, wo gehen wir dann? Fangen wir hier oben an, oder? Also, wir wollten ja hier unsere ersten paar Welten zeigen, die wir damals auf dem Multiplayer-Server gebaut haben. Wo fangen wir dann da an? Ganz am Anfang oder wollen wir gleich hier oben anfangen? Fangen wir gleich an, mein Gott. Okay, gut, also. Ich springe ja erstmal runter. Hui! Made by Alcaris. Fangen wir gleich oben an. Egal, er springt runter. Also. Ist das nach? Warte mal, ich. Ja. Oder war das schon friedlich gestellt? Jetzt ist egal. Friedlich. So. Also. Verpeilter Typ wieder hier. Erinnerst du dich noch, unsere erste Sitzung in Minecraft, das war damals Beta 1.2.5, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Zu lange her, das hat so geleckt, das weiß ich noch, dass ich da nicht richtig spielen konnte. Das hat geleckt wie Sau. Irgendwie, wir haben, ich glaube, wir sind im Eisgebiet gestartet und so ein bisschen weitergelaufen, bis wir irgendwann zu dieser Stelle hier kamen. Da haben wir dann unser erstes Haus gebaut, weißt du noch? Ja, ja. Also das hier quasi war unser allererstes Haus. Guckt euch das an, Leute. Ist ja geil. Sogar zwei verschiedene Farben an Türen. Ja, wir haben damals auch nicht mehr weitergebaut, da. Ja, schon, also, ja. Das hier war noch dein Ding, also. Bitte was? Halt ich für ein Gerücht. Nein. Also, aber das hier war deins. Ich weiß nicht, warum du hier noch so ein Stück. Nee, doch wirklich. Das habe ich niemals gebaut. Ehrlich. Das hab ich niemals gebaut. Doch, du warst derjenige von uns, der immer diese Stelle gebaut hat. Diese, ich weiß nicht, das ist ein Schafstall oder was auch immer das hier sein soll. Ja, da Schäfe drinstehen. Also, Schäfe. Wir haben angefangen, sind von da drüben irgendwie hergekommen. Dann haben wir uns gesagt, bauen wir uns das Haus hier. Ich weiß nicht, wer von euch meine Art von Häuserbau kennt, aber das hier ist so mein Stil. Viereckiger Kasten mit ein bisschen Glas drunter. Wir haben uns ja damals dafür entschieden. Ich habe dich gefragt, bauen wir das? Du, ja, okay, super. Dann halt so ein bisschen Veranda drum, ne? Wir müssen ein Creeper kommen von vorne. Alles schön ausgeleuchtet, schön gebaut. Check ich nicht, warum du jetzt hier noch so einen riesen Stall niemals gebaut hast. Hab ich niemals gebaut. Toll. Da macht die Welt kaputt, genau. Ja. Da kommt doch echt keiner mehr hin. Das sind nur noch verlorene Erinnerungen hier. Dann haben wir hier halt. Naja, gut, ist ein guter Start. Wir hatten hier einen kleinen Teich. Haben wir hier, das glaube ich, ein bisschen drumherum gebaut. Dann hatten dann hier, das hier unten, ja. Schöne Sitzecke, hinsetzen. Ah, ist das nicht schön, Shorty? Super Treppenaufgang und dann ging es halt hier rein. Das hier war zwar mein Gewicht, das hier, das ist dein, das so baue ich nämlich keine Küche, das ist deine Art von Küche, weißt du? Ja, die Küche ist toll. Ja. Ja, die hast du gebaut, da ist sogar, oh schade, ich dachte, da wäre noch was drin gewesen. Warte mal, weißt du, ich glaube, wir haben die ganzen Schafe hier mal reingefracht, dann sind wir irgendwie raus, waren noch froh, dass die Tür zuging, oder? Da war doch irgendwas, ja, irgendwas damals, oder? Irgendwas war da noch. Genau. Wo ist denn jetzt die Tür hin, verdammt? Ja, da, mein Gott, ist blind. Ja, schmeiße fort. Ja, reg blöd, dich ey. Ab, ey, du bist doch ein Shorty hier. Ah, oh, da beschwert also quasi, sie über mich. Das war unsere Küche. Dann sind wir hier, siehst du, guck hier, Alcaris und Shorty, dann haben wir hier, ich weiß nicht warum. Ja, die Betten haben wir damals mitgenommen, so ja, 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 genau, und dann haben wir hier halt gesessen, geschlafen, das war typisch meine Sache, ihr wisst ja, ich bin so ein Maulwurf. Aha, typisch Alcaris Nummer, fängt an, in die Erde zu bauen, weil da bin ich halt noch nicht gekommen damals. Mal gucken, in den Kisten ist ja immer noch der alte Schrott drin. Ja, aber eine schöne alte Festung war das hier. Ich glaube inzwischen die Bücherregale, warte mal, die haben wir doch früher, die Bücherregale konnte man früher doch craften, indem man, will ich mal kurz einen Reback machen, also man hat quasi, stellen wir uns mal vor, das ist Papier, da hat man hier ein Buch rausbekommen. Ja. Und dann hat man die drei Bücher, hat man hier drei Bücher genommen und dann hier das Holz, gell? Genau. Das Problem ist, heute zum Buch herstellen braucht man, Leder, ja, was mich ziemlich verblüfft hat. Das ist ein bisschen scheiße damals. Okay, wenn man farben geht, Leder ist ja nicht das seltenste der Welt. Aber trotzdem ist es scheiße. Ja, ich find's auch komisch, weil damals, ich finde es ein bisschen blöd, weil damals hast du auch, wenn du die Bücher abgebaut hast, ein Bücherregal rausbekommen und nicht drei Bücher, wo du das Holz verloren hast. Also sechs Stück Holz. Ist zwar nicht die Welt, ist aber trotzdem nicht so toll. Ist einfach kacke. Ja. Ja, das war halt unser altes Haus. Ganz toll mit dem Schild. Dann
haben wir natürlich Steine gebraucht, wie die Irren, obwohl ich weiß nicht, was da drin alles an Stein ist. Das Schaf hat irgendeinen Drehschwindel. Dann haben wir einfach gesagt, hier bauen wir mal lang. Ich glaube, jetzt haben wir teilweise auch die Gänge ausgeschlachtet. Haben wir ja so das ein oder andere Mineral gefunden. Ja, auf geht's, verlaufen wir uns nochmal. Yay! Ach du Scheiße, wie weit geht denn das hier runter? Also das sieht ziemlich nach Ausschlachten hier unten aus. Also kennst du eigentlich meine, habe ich noch gar nicht im Let's Play erzählt, kennst du eigentlich meine Höhlentaktik, die ich benutze, wenn ich in Höhlen... Also es gibt ja Leute, die bauen entweder so ein, also zur Orientierung, die bauen sie ja so Holzwege oder bauen sie Schilde, woher sie hergekommen sind. Ich habe eine andere Taktik, wenn ich etwas komplett ausgeschlachtet habe, dann baue ich überall Fackeln hin, wie hier, weil man da nichts mehr findet. Das ist quasi so, hier war ich überall schon, du brauchst gar nicht mehr weiterlaufen. Außer die Sachen, die man halt nicht braucht, wie Kohle zum Beispiel. Ja gut, ich meine, um rauszufinden... Das, ja, es ist ja nicht so, damals, das ist jetzt kein Canyon, das ist jetzt... Da lang. Das ist jetzt kein Canyon hier, aber es ist ja nur mal zur Idee. Überleg dir mal, und wenn ich zum Beispiel Höhlen erforsche, und hier war zum Beispiel auch mal was, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt damals Höhlen erforscht habe und habe noch nicht die Höhle komplett ausgeschlachtet, dann habe ich die Fackeln einfach wieder mitgenommen, damit es dunkel wurde, damit man sich nicht verläuft, weil stell dir vor, du baust, du erkundest Höhlen, das ist wirklich eine riesen Monsterhöhle und du leuchtest alles aus, im Endeffekt findest du dich nicht mehr zurecht, ja, und du verläufst. Okay, das meinte ich, das war halt die Frage, ob du die Fackeln dann wieder mitnimmst, okay. Ja. Und dann halt im Endeffekt hast du dich damals hier durchgebuddelt. Verstell doch noch mehr meinen Bildschirm. Scheiß ja. Bauch. Naja, typisch, er baut hier überall seine Minecrafting-Boxen mit. Das war ich nicht. Schöne Beleuchtung. Also wie er immer alles auf die anderen schickt. Ekelhaft. Ja, das dann, war ich nicht. Ich weiß noch, Moment mal, dann sind wir hier damals rausgekommen. Und dann bin ich, das weiß ich noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Bist du irgendwo da lang geirrt, genau. Nein, ich bin hier lang gelaufen, hab's geguckt. Ah, ist das schön. Auf einmal hast du geschrien, boah, Max, guck dir das mal an. Ich hab was gefunden, komm her. Ich natürlich den Speedgang eingelegt, kam mir lang, weil er ist ja hier lang gelaufen. Gab's den damals schon? Nein, das habe ich neu angelegt, kurz bevor wir aufgehört haben. Ich meine, Speedgang, den gibt's. Gab's das 1.2.5 gab's den schon. Und dann hat Shorty unsere Insel gefunden. Das war unsere Insel, weißt du noch? Das war... Also ohne das Wasser natürlich. Ja. Und dann sind wir quasi lang gelaufen, das gab's auch noch nicht, das... Stimmt auf, guck mal hier. Das haben wir auch nicht fertig gebaut. Ah, nee, das wollte ich bauen, weil, damit man hier nicht langlaufen musste. Oh, ich weiß noch, wie ich hier von dem Enderman angegriffen wurde, oi. Sorry. Also er hat genug gegessen in seinem Bauch, nur Grummel. Als hätte er wieder nicht genug gekriegt. Ich hab Hunger, ich brauch noch mehr, nein. Naja, auf jeden Fall, wir sind hier damals lang gekommen, ach, weißt du noch. Damals gab es den Weg hier noch nicht. Ja, woher soll es den Weg auch geben? Nee, also, weißt du noch, damals sind wir hier hochgelaufen, als wir die Insel gesehen haben, wir wollten auf die drauf, wir haben uns gesagt, Shorty, also ich habe gesagt, Shorty, wir bauen uns das Haus drauf, weißt du noch. Und das war damals, ich glaube, wir haben damals noch die, vielleicht machst du sogar rein, erinnerst du dich noch, die erste Let's Funny Aufnahme, die wir gemacht haben sogar, wo wir uns hier irgendwie in der Nacht durchgeschlagen haben, wo wir uns auf unserem Kackstift aufgebaut haben, weißt du noch. Das war wirklich noch eine originale Aufnahme von damals. Mal gucken, ob ich sie noch finde. Ich glaube, hochgeladen habe ich sie. Mehr oder weniger. Alter, lustig hier war's. Dieses Schlachtfeld, da wo ja, wir jetzt haben. Also, das waren immer Schlachten, ey. Und da kamen da überall. Oh, also, wenn man hier mal guckt, ausgeleuchtet und trotzdem hier direkt unter der Insel. Überall kam da die Skelett runtergekackt, ja. Und dann musste erstmal die Skelett Creeper, man ist quasi hochgekommen. Da standen hier einer, da drüben einer. Die Creeper, die haben nicht gesehen, sind gekommen. Und du bist dann da rumgelaufen, ja, dann boom. Ja. Alter. Deswegen habe ich da erstmal einen Zaum hingeklatscht, ey. Ja, nein, das war ein bisschen anders. Du verdrehst hier ein bisschen was. Inwiefern verdrehe ich denn Inneres, wenn ich sage, dass ich einen Zaum gebaut habe? Ganz am Anfang erstmal unser Ding hier gebaut, damit wir nach da oben konnten. Ach, was Besseres haben wir bis heute noch nicht gefunden. Fahrstuhl können wir ja noch nicht bauen. Ich kenne die Technik zwar nur theoretisch, aber praktisch. Du hast ja gesehen, wie es bei mir mit dem Farmbauen ist. Das ist eine Katastrophe. Und da haben wir halt, kam ich irgendwann auf die Idee, bauen wir uns so ein Ding hier unten durch. Du warst damit einverstanden. Hans, hast auch tüchtig mitgeholfen. Nee, es war einfach besser, weil wenn man den ganzen Weg hier hochläuft, dann sieht man die Creeper unterwegs, das ist scheiße. Viel besser, wenn man hier drin, einmal durch die Tür läuft und dann hier weiter, dann haben wir unseren Weg und Minecraft-Bahnhof. Ja gut, da waren wir zwar schon so weit, aber wir hatten noch nicht diesen, da wo du jetzt gleich langkommst, hier. Ja.
Genau hier. Ja. Und hier sind die dann immer von dem Berg runtergescheitert gekommen und haben immer die, haben die Leiter weggesprengt. Da kamen die Creeper von vorne hier und hat's bumm gemacht. Das war einfach nur Scheiße, war das. Weißt das du, hat mit mir dann so gereicht und da, ich weiß nicht, dann bin ich mal eine Stunde früher angegangen und hab das ganze Ding hier gebaut. Diese halbwegs sichere, unsichere Platte.